Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. So, Schiedsrichter Felix Weller pfeift an. Ball rollt Schalke 04 in den mintgrünen Trikots von rechts nach links und Rot-Weiß Oberhausen in Rot andersherum. Und das gefährlich, Rufat Dadaschow und Davari kann sich zum ersten Mal auszeichnen. Und Möglichkeit für die Schalker zu kontern. Ich glaube, es ist kein Abseits. Das ist Kozuki und 1-0. Jo. So schnell geht's. Gerade noch angesprochen, Rot-Weiß Oberhausen überlebt die ersten Minuten hier ohne Gegentor. Und genau das Gegenteil passiert dann nach 12 gespielten Minuten. 13. Spielminute. Dann das 1-0 für die Gäste vom FC Schalke 04. Und so leicht geht es. Ballverlust in der Zentrale. Abwehr ist schnell überspielt und der neue Mann Soichiro Kozuki aus Japan, 21 Jahre jung, macht in seinem zweiten Pflichtspiel für die Schalker schon sein erstes Tor. Aber jetzt erste Ecke für Rot-Weiß Oberhausen, Fabian Holthaus führt aus. Nils Winter und Öztürk, da haben wir direkt das 1:1. In der 15. Spielminute klingelt es erneut. Durch eine clevere Ecke an den langen Pfosten. Nils Winter legt dann ab in die Mitte und Tanju Öztürk zum zweiten Saisontor netzt ein. Guter Ball auf Andreas Ivan. Immer noch Andreas Ivan, müsste mal abschließen. Und da haben wir das 2:1 für die Schalker. Die zeigen einfach, wie es geht. So einfach kann Fußball sein. Und er startet bei der Mittellinie, wird hier von Tanju Öztürk nicht richtig angegriffen. Nico Klaas muss absichern, weil Rufat Dadaschow im Rücken bleibt. Und dann ist auch Pierre Fasnacht zu weit vom Mann weg. Und Andreas Ivan hat da alle Zeit der Welt, entweder selbst abzuschließen oder abzulegen. Und das macht er dann natürlich auch ganz, ganz hervorragend. Oberhausen jetzt dominanter mit Winter in den Rückraum zu Anton Heinz. Und das hätte sein können, / müssen. Winter, guter Ball, Kreier verpasst. Konnten da keinen Profit rausschlagen. Guter Ball auf Kozuki und schon wieder ist die Oberhausener Abwehr überspielt und das könnte eine ganz tricky Nummer werden. Warten wir mal drauf, was der Schiedsrichter macht und ja, wahrscheinlich gibt es die rote Karte. Was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Verhinderung einer klaren Torchance. Wollen natürlich die Oberhausener Spieler den Schiedsrichter Felix Weller da noch von abbringen. Und dann gibt es die rote Karte gegen Anton Heinz, der da Kozuki stören wollte. Andreas Ivan, Kerim Çalhanoğlu, Julius Schell. Aber Ivan macht's. Ivan und der ist drüber. In der letzten Woche endgültig verpflichtet. Und das ist mal eine richtig starke Kontergelegenheit. Kireva, ist das 3:1? Ja! Und Schalke ist weiterhin eiskalt vom Tor. Daniel Kireva, viertes Spiel in dieser Saison. Erstes Saisontor. Mannschaft mit diesem 3:1. Schön herausgespielt. Ein Kontakt da von Kozuki, der auch ein überragendes Spiel macht. Und dann kann Rot-Weiß Oberhausen nur hinterher rennen und ihn aber nicht mehr stoppen. Und nächste Attacke. Und Felix Weller zeigt die zweite rote Karte gegen Fabian Holthaus. Wir schauen nochmal drauf. Ja, kann man auch geben. Grobes Foulspiel, keine Möglichkeit, den Ball zu spielen. Springt von der Seite rein. Ist natürlich
im Verhältnis eine sehr harte Entscheidung, aber auch da würde ich mit dem Schiedsrichter gehen, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber jetzt die Gemüter hier zu beruhigen, ist auch eine Aufgabe des Unparteiischen. Völlig verständlich auch, dass die Spieler von Rot-Weiß Oberhausen hier ein bisschen an die Decke gehen. Gutes Auge auf Mehmet Aydin. Sidi Sané kommt aber nicht richtig dran. Weiter geht's. Davari im Glück. Was ja auch nachvollziehbar ist, auch gerade bei den Temperaturen. Heute strahlender Sonnenschein im Stadion Niederrhein. Und nochmal ein guter Ball auf Dadaschow, aber der steht im Abseits. Hatte sich da zu früh bewegt. Also auf ein neues ruhender Ball, Ecke von Joey Müller ausgeführt. Da sehen wir wieder die Variante, rausrücken, reinrücken. Und Cissé fast mit dem Tor, Dadaschow aber dann im Abseits. Und ja, wie ich es erwartet habe, Schiedsrichter Felix Weller pfeift ab. Und das war der Schlusspfiff. 1:3 steht es dann nach 90 Minuten aus für den FC Schalke 04-2. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.